und herzlich willkommen bei Kreativ hier auf unserem YouTube-Kanal. Heute haben wir Nicola Bella Carbone, Sopran, bei uns und auch einen Gast aus München, aber einen Österreicher, nämlich Wolfgang Ablinger-Sperrhake, der in der Vergangenheit schon viel von sich reden gemacht hat, weil er in diversen Aktionen sowohl in Österreich als auch in München, zum Beispiel bei der Kampagne Alarmstufe Rot, sehr präsent war. Schön, dass du heute bei uns bist, Wolfgang. Vielen Dank, ja, freut mich auch. Grüß dich, Wolfgang. Ich bin Hallo. Auch sehr froh, dass du bei uns bist, denn seit dem ersten Lockdown im März warst du eigentlich einer der Leuchttürme für uns alle Aktivisten, die dann eingestiegen sind, weil du mit gutem Beispiel vorangegangen bist. In Österreich erstmal hast du wahnsinnig viel erreicht in kürzester Zeit, bist an die Politiker rangekommen und bist aber mittlerweile auch in Deutschland aktiv unterwegs. Jetzt würde ich gerne wissen, wie denn im Moment die Lage ist in Österreich, deine Verhandlungen, wie weit die Früchte getragen haben und wie sich das auch auf Deutschland ausgewirkt hat. Ja, ich gebe jetzt einfach einen schnellen Abriss, wie die Lage war. Also im März haben sich mehrere Sänger zusammengeschlossen, darunter Günter Geusberg, die Elisabeth Kuhlmann, Thomas Konietzny, der Georg Nigel und ich. Wir haben eine Initiative für Freischaffende gegründet und haben gleich mit einem Anwalt zusammengearbeitet und haben eine Anwaltspetition an die Bundesregierung in Österreich gestellt. Und wir haben dann am Ostersonntag habe ich ein Interview gegeben in der zweitgrößten Tageszeitung in Österreich. Das war dann per ORF-Pressemitteilung tatsächlich auch in allen anderen Tageszeitungen in Österreich präsent. Aufgrund dessen haben wir dann eben einen runden Tisch bekommen, in dem die Kompensationszahlungen für die Künstler besprochen wurden. Und im Verlauf dessen haben wir dann eben auch für die Bundestheater Kompensationszahlungen ausgehandelt. Das war vor allem Georg Nigel, unser Anwalt Georg Streit und ich. Und eine Woche später ist dann die Kulturstaatssekretärin zurückgetreten, weil wir haben sie eben der Inkompetenz geziehen. Und ich habe damals auch schon eben auf die Verfassungssituation auch in Österreich hingewiesen. Weil auch in Österreich ist die Kunstfreiheit in der Verfassung verankert. Naja, nach dem Rücktritt der Staatssekretärin, die bei ihrer Rücktrittsrede eben auch auf diese verfassungsrechtliche Notwendigkeit, die Kunstfreiheit zu ermöglichen, hingewiesen hat, wurde dann eine neue Staatssekretärin, Andrea Mayer, Staatssekretärin, und die hat dann innerhalb von ein paar Wochen gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium diese Öffnungsschritte, die Hygienemaßnahmen, die dann die Salzburger Festspiele ermöglicht haben, die eben auch ermöglicht haben, die Theater im September, Oktober zu öffnen. Und diese Hygienemaßnahmen, also dieses Salzburger Modell, das heißt, wurde ja dann praktisch in Deutschland, Schweiz, aber europaweit auch übernommen. Dadurch muss man sagen, ist es eben gelungen, dass es in den letzten Monaten der Öffnungen im deutschen Sprachraum keine Infektionscluster in den Theatern gab. Also wir haben 0% zum Infektionsgeschehen im Publikum beigetragen. Die Theater sind auch im Unterschied zur Gastronomie eben komplett personalisierte Tickets. Ja. Es ist so, man sitzt mit Abstand, man sitzt mit Maske. Ich hab auch bei dem Pilotversuch der Bayerischen Staatsoper mitgemacht. Mhm. Und der ist auch komplett problemlos von sich gegangen, also mit Testungen. Und das wurde in Gemeinsamkeit mit dem Klinikum rechts der Isar erarbeitet. Also es gibt dazu jetzt auch wissenschaftliche Studien. Ursprünglich wollte die bayerische Staatsregierung das als Anlass nehmen für weitere Öffnungsschritte. Und das wurde dann mit dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz von vor 3 Wochen einfach vom Tisch gelegt. Also man hat sich an wieder allen wissenschaftlichen Erkenntnissen hat man die Theater geschlossen aus rein symbolischen Gründen. Und ich habe eben auch die Beschlussvorlage der Ministerpräsidentenkonferenz bekommen. Und da sind wir tatsächlich aus Freizeit
Einrichtungen klassifiziert auf dem gleichen Niveau wie Bordelle und Nagelstudios. Das haben Sie ja Wunderliche ist ja eigentlich, dass dieses Pilotmodell auch gar nicht in den Medien als solches erfolgreich dargestellt wurde. Schon. Das wurde schon erfolgreich dargestellt. Das hat die Staatsregierung aber praktisch nicht interessiert, weil wir eben laut der Ministerpräsidentenkonferenz auf dem gleichen Niveau wie irgendwelche Spaßbäder sind. Mir fiel dazu auch noch ein, es gab ja auch gleichzeitig, also der ist genau, ich glaube, 2 Tage nach dieser Ministerpräsidentenkonferenz rausgekommen, die Studienergebnisse aus Halle, denn auch die Universität Halle hatte einen groß angelegten Versuch gemacht in einem Stadion mit einem Popkonzert mit bis zu 4.000 Menschen und haben dann auch dort festgestellt, dass also mit Maske und Abstand sehr wohl auch große Veranstaltungen, sogar mit noch mehr Leuten, als jetzt bis jetzt in jedem Theater überhaupt der Fall waren, sicher durchzuführen sind. Die Frage ist natürlich, jetzt deine Erfahrung in Österreich ist natürlich eine, dass die Bundespolitik in Österreich leichter zu erreichen ist als hier in Deutschland, einfach weil hier das föderale System so ausgeprägt ist. Wie siehst du denn die realistische Chance, zum Beispiel jetzt für dich als Münchner in Bayern? Wir haben aufgrund dieses Münchner Merkur-Interviews sind eben die Bayerischen Grünen auf mich zugekommen und haben eben zugesagt, eine Verfassungsklage tatsächlich zu unterstützen. Es war bei der Veranstaltung am Königsplatz, wo eben für die Freischaffenden diese Veranstaltung war, hat auch Dr. Heubisch von der FDP gesprochen, der der Vizepräsident des Bayerischen Landtages ist, und der hat ihm auch genauso gesagt, dass es da ein verfassungsrechtliches Problem gibt. Das ist nämlich so. Die Kunstfreiheit ist im Artikel 5 des Grundgesetzes geregelt, also im gleichen Artikel wie die Pressefreiheit, wie die Meinungsfreiheit, wie die Wissenschaftsfreiheit. Es ist ein uneinschränkbares Grundrecht. Das heißt, auch mit 2/3 Mehrheit könnte das nicht einmal durchs Parlament ausgesetzt werden. Die Kunstfreiheit geht sogar der Meinungsfreiheit vor. Also das eins der berühmten Beispiele ist zum Beispiel das Böhmermann-Gedicht. Also man kann in der Kunst mehr ausdrücken, als in der Meinungsfreiheit noch erlaubt ist. Es gehört zu den Grundrechten in der Kommunikation. Das heißt, es ist nicht nur der Werkbereich geschützt. Das ist ja das, was wir bis dato immer kannten. Und der wird zurzeit ja auch mit Füßen getreten, weil es ist so, durch diese Orchesterabstände und Chorabstände ist ein Großteil des Repertoires einfach nicht spielbar. Ja. Und gerade Komponisten, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden, sind durchweg so orchestriert, dass sie mit diesen Abständen gar nicht machbar sind. Wir mussten zum Beispiel Wozzeck auch in einer Version von Herrn Kloke spielen und nicht in der Originalversion von Alban Berg. Also das ist der Werkbereich, aber wesentlicher ist noch in einer Demokratie ist der Wirkbereich. Also man muss sich das so vorstellen, als würde man plötzlich sagen, man darf keine Zeitungen mehr verkaufen aus hygienischen Gründen und die Zeitungen dürfen auch nur noch online die News vom letzten Jahr veröffentlichen, so wie es bei der Kunst jetzt gehandhabt wurde. Und das ist einfach grundgesetzlich nicht zulässig. Die Kunstfreiheit kam deswegen in so einer starken Position ins Grundgesetz aufgrund der Erfahrungen des Nationalsozialismus. Es gab ja auch im Nationalsozialismus nicht nur die entartete Kunstausstellung, sondern genauso die entartete Musikausstellung, die war in Düsseldorf. Und das Plakat zu dieser Ausstellung, da sah man einen Schwarzen mit Saxophon und Judenstern, das spielt auf von Ernst Krenek an. Das ist der Grund, warum die Kunstfreiheit ins Grundgesetz kam. Man muss auch bedenken, dass die letzte Situation, wo die Theater komplett gesperrt waren, war während des totalen Krieges von Herrn Goebbels vom 1. September 1944 an. Es ist dann auch so, dass während der DDR die Kunstfreiheit ebenso nicht gewährleistet war. Es war zwar in der ersten DDR-Verfassung, war die Kunstfreiheit drinnen, aber 1968 wurde das aus der Verfassung getilgt, weil der sozialistische Realismus war
die vorherrschende Kunstauffassung in der DDR. Die Künstler hatten dem Sozialismus zu dienen. Und das führte ja auch zu den Ausbürgerungen der Künstler, Biermann etc. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, den großen Beitrag, den die Künstler zum Fall der Mauer auch gemacht haben. Wenn wir dann plötzlich von der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, die in dieser Zeit FDJ-Sekretärin für Kultur war, das ja auch bedeutet, es ist ja kein unpolitischer Posten gewesen, sondern der heißt ja auch ein Posten, in dem man diese sozialistische Kunstauffassung zu vertreten hat. Wenn also jemand, der aus diesem System kommt, dann so unsensibel mit Kunst umgeht, ist das schon natürlich sehr erstaunlich. Und da helfen mir auch nicht, wenn, wie es heute getan wurde, Frau Merkelin gesagt, war eine der schwersten Entscheidungen ihrer Laufbahn, muss ich sagen, ja, falsche Entscheidung, wird auch deswegen nicht besser, wenn sie schwer einem fällt. Frau Merkel interessiert sich sehr wohl für Oper, war immer in Bayreuth, und wenn wir da plötzlich dann aus Spaßveranstaltungen, Freizeitaktivität eingestuft werden und die Grundrechte der Kunstfreiheit so massiv eingeschränkt werden, weil was ist das anderes, wenn so ein monatelang hatten wir Berufsverbot. Und es ist ja was anderes, im Frühjahr hatte das ja auch jeder eingesehen. Weil die letzte Veranstaltung, die ich gemacht habe, das waren Chorelieder von Arnold Schönberg in Dresden. Das war am 9. bis 11. März. Und da war es eben so, da sind ja 150 Mann im Orchester, 250 Mann im Chor, ein vollbesetzter Zuschauerraum. Das wäre ein klassisches Superspreader-Ereignis gewesen. Es war nur Gott sei Dank zu dieser Zeit so, dass in Sachsen nur 3 Infektionsfälle bis dato waren. Dadurch sind tatsächlich keine Infektionsfälle durch diese Veranstaltung entstanden. Nichtsdestotrotz hat da die Kunst natürlich das eingesehen. Es gab keine Hygieneregeln, es gab keine Masken. Also da war klar, dass wir zusperren mussten aus gesundheitlichen Gründen. Aber jetzt gibt es diese Hygieneregeln, die Hygieneregeln greifen, und die Hygieneregeln werden auch von den Künstlern perfekt umgesetzt. Und dass man dann gerade diese Institutionen, die eigentlich als Beispiel sogar dienen müssten für, wie man mit öffentlichem Leben in den Pandemiezeiten umgehen kann, zusperren müssen, während öffentlicher Nahverkehr nicht einmal eingeschränkt wird. Das heißt, dass man zum Beispiel sagt, es darf nur jeder zweite Sitzplatz belegt werden oder so. Dass man der Handel da hat weiter offen. Ja, leider ist es ja nun so, dass auch tatsächlich diese Klagen, die versucht worden sind, bis jetzt auf Kunstfreiheit sich berufend, erfolglos geblieben sind. Nur in der ersten Instanz. Also bis dato ist zum Beispiel so, Hallervorden hat ja mit seinem Schlossparktheater geklagt. Und das Verwaltungsgericht hat das bis dato abgelehnt. Jetzt kommt drauf an, wie das weitergeht, ob Hallervorden in die nächsten Instanzen zieht, also Oberverwaltungsgericht, Bundesverfassungsgericht. Sollte das nicht der Fall sein und sollten die Theater tatsächlich im Dezember auch nicht öffnen, muss man natürlich überlegen, wie man anderweitig Verfassungsklagen auf den Weg bringt. Denn es ist so, in der Kunstfreiheit sind alle Künstler Grundrechtssubjekte. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen, bevor die Entscheidungen fallen, auch schon die ersten Schritte einleiten, Anwälte aufsuchen, zu sehen, was ist da möglich. Und ich versuche natürlich dann auch Künstler zusammenzubringen, die dann Verfassungsklage erheben, weil das kann nicht so bleiben. Das ist etwas, das muss entschieden werden. Aber diese temporäre Einschränkung befürchte ich leider, dass die nicht geplant ist, sondern ich befürchte leider, dass man vielleicht plant, bis Ende Februar die Kunst, der Kunst den Stecker zu ziehen. Und das muss auf alle Fälle dann verfassungsrechtlich abgetan werden.
her werden. Du warst ja auch einer, der diesen Terminus der Kunstfreiheit eigentlich in deinem Interview, einer der ersten, der das zur Sprache gebracht hat. Und genau, du warst sogar der Erste. Genau. Dass die Medien auch berichten und dass eine gute Berichterstattung stattfindet. Ich habe mir durch meine internationale Tätigkeit in der spanischen Gewerkschaft leider in der letzten Zeit öfters festgestellt, dass es einen gewissen Widerstand auch gibt, wenn es darum geht, delikate Berichterstattung oder einfach auch nur aus unserer Seite die Berichterstattung in den Medien, in der Presse stattfinden zu lassen. Denkst du, das ist leider auch was man woanders antrifft? Ja, das ist schon eindeutig so. Also ich hatte damals eben im Frühjahr, gab es eine wirklich sehr glückliche Konstellation dort für die Kunst in Österreich, weil da hat wirklich die Presse, die Intendanten unserer Initiative für Freischaffende und die Opposition gemeinsam an einem Strang gezogen. Es war jetzt sehr schwierig, auch in Deutschland Interesse bei den Medien zu wecken. Darum bin ich sehr froh, dass dann der Münchner Merkur das tatsächlich auch veröffentlicht hat. Die SZ wollte kein Interview mit mir veröffentlichen und die Begründung war, dass meine Meinung zu sehr der Meinung der Redaktion entspricht. Also das kann man jetzt einfach so stehen lassen, das habe ich auch schriftlich. Aber es ist egal, es wurde dann Gott sei Dank doch gemacht. Und es war dann auch so, dass im letzten Monat, nämlich im Oktober, haben auch die anderen Zeitungen tatsächlich auf eine etwas härtere Linie umgeschwenkt. Also das Problem nur, weil ich habe eben probiert, wie kann man eben Verfassungsklagen auf den Weg bringen, die Theater, auch wenn sie noch so gern möchten, die Intendanten, denen sind die Hände gebunden bei den größeren Theatern, weil Rechtsträger ist eben der Staat und die Stadt und nicht der Intendant. Also der Intendant kann 10-mal das wollen, aber der Staat, also die Bayerische Staatsoper, auch wenn sie es möchte, könnte gar nicht, es würde ja nicht der Finanzminister gegen Herrn Söder klagen. Das ist einfach so. Wir schwenken noch mal ganz kurz auf die Situation auch in Österreich zurück. Jetzt auch gerade, wo in Österreich auch wieder ein sehr, sehr scharfer und noch strengerer Lockdown beschlossen wurde als in Deutschland. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand in Österreich, was zum Beispiel die Kompensationszahlungen ausgeht, also auch in dem aktuellen Zeitraum, weil das wäre natürlich auch was euch da draußen sicher sehr interessiert, ob es da quasi Tendenzen gibt, wie in Österreich damit umgegangen wird, ob da alle Theater jetzt mittlerweile auch dabei sind oder ob einzelne Theater und Opernhäuser dabei fehlen? Ja, also da fehlen sehr viele. Also ich kenne den Unterschied sehr gut. Deutschland hat die Kompensationszahlung zum Beispiel bei den Bayreuther Festspielen schon im September ausgezahlt. Die Festspiele in Österreich haben allesamt noch nichts bezahlt. Gerade Salzburg nicht. Okay. Obwohl es so ist, dass eben durch die grundsätzlichen Öffnungsschritte man sich auch nicht mehr auf Force Majeure berufen kann. Das Gleiche gilt für Bregenz, für St. Margareten sind die Verträge sogar schon unterschrieben für 21, ohne dass es Kompensationen für 20 geben wird. Und jetzt auch in der Situation im neuerlichen Lockdown ist geplant, 80% der Umsätze den Theatern zu ersetzen, ohne Auflage, das auch an die Künstler weiterzureichen. Da bleibt ihnen die Spucke weg. Ja, es ist auch so, man muss auch bedenken, bei dieser Pressekonferenz wurde angekündigt, dass 1,2 Milliarden für die Gastronomie und Hotellerie ausbezahlt wird. Und dann ist es so, dass die Kompensationszahlungen an den Bundestheatern, also zum Beispiel an der Staatsoper, haben genau 1 Million gekostet für 4 Monate im Frühjahr. Das ist weniger als 1% des Gesamtetats. Es ist auch so, die Kompensationszahlung in Salzburg würden wahrscheinlich 1 Million kosten, so Pi mal Daumen so ungefähr. Für Mörbisch wäre es wahrscheinlich 350.000, für Bregenz 500.000 so ungefähr. Und diese Summen hat man angeblich nicht. Und wenn man gleichzeitig 1,2 Milliarden für die Gastronomie hat, dann ist das mehr als unverständlich. Vor allem muss man bedenken, es geht um rechtsgültige Verträge, die ja nicht sich plötzlich in Luft auflösen, nur weil man eben das Programm ändern muss. Wie sieht es in den Stadttheatern aus in Österreich? Wolfgang, weißt du da was?
Naja, also wir sind jetzt natürlich daran, weil ich war letzte Woche in Österreich und das war alles relativ unerfreulich, weil man da einfach nicht wollte, dass ich mich da politisch einbringe. Das wird denen aber trotzdem nichts nutzen. Da gebe ich ganz einfach nicht auf. Und das heißt aber, die Bundestheaterholding hat ja nochmal einfach nur für unsere Zuschauer, enthält die Staatsoper, die Volksoper und welche weiteren Theater? Das Burgtheater? Burgtheater zum Beispiel. Aber ich sag mal Linz, Klagenfurt, Innsbruck. Diese Kompensationsverhandlungen, die hat dann die IG Freie Theater geführt. Und da gab es zumindest für den ersten Lockdown auch endlich nach ewig langer Zeit eine Lösung. Also es ist so, hat in Österreich bis dato nur die Situation bis Juni geklärt, aber noch nichts von den Festspielen und auch der jetzige Lockdown, da begeht die Regierung wieder den genau gleichen Fehler, das Geld bei den Institutionen abzuladen, ohne irgendwelche Auflagen, was damit passieren soll. Und siehst du da Chancen, dass man da, also dass gerade ihr jetzt auch mit eurem schon erfahrenen Verhandlungsgeschick da nochmal entsprechend nachhaken, reingrätschen könnt, um das zu erreichen, dass das weitergegeben wird? Ich frage nur auch, weil in Deutschland ist genau der gleiche Fall. Wir haben jetzt auch im November Vorstellungen verloren. Ich weiß, dass gewisse Theater den Chor in Kurzarbeit schicken, sicher da von der Bundesagentur für Arbeit 100.000 Euro erstattet bekommen werden, aber trotzdem nicht in der Lage sind, für ihre Gäste in, weiß nicht, 5, 6, 7 Vorstellungen einen Ausgleich zu bezahlen, obwohl sie ja sogar auch noch zusätzlich eine weitere Erstattung von den entgangenen Einnahmen erwarten könnten. Ja, es ist so, in Österreich wird man auch Klagen auf den Weg jetzt bringen müssen, weil wenn es politisch eben nicht weitergeht, dann wird nichts anderes übrig bleiben. Ja. Das ist auch kein Problem. Das ist der Weg, der einem Rechtsstaat eben zusteht. Das hören wir auch von allen Seiten immer wieder, sei es von Intendantenseite, von Agenturseite, von Kollegen, Sänger, Regisseure. Es ist leider im Moment, sieht so aus, dass der Justizweg momentan der erfolgreichste zu sein scheint. Ist ja gar nicht schlecht. Also dann ist man quasi auch aus dem persönlichen Konflikt heraus, ich verklage den und den, sondern es geht ja dann darum, dass einfach gewisse grundsätzliche Fragen jetzt auch geklärt werden müssen, die ja so noch nie gestellt wurden und die für uns alle völlig neu sind. Schön, dass ihr heute dabei wart bei einem weiteren Interview heute mit Wolfgang Ablinger-Sperrhake, der auch weiterhin aktiv für uns Künstler auf der Matte steht und bei vielen Gelegenheiten sich einbringt. Wir freuen uns, dass Nicola auch heute dieses Interview initiiert hat. Wenn ihr noch nicht bei unserer Facebook-Gruppe Kreativ Musik Theater Stands Up seid, bitte beteiligt euch, liked unsere Facebook-Seite und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft solche wichtigen Informationen nicht verpasst.